Herzlich willkommen zurück zu Company of Heroes 3. Wir sind hier in der Kampagne. Ja, wir haben die Einführung und so weiter jetzt beendet. Wir können jetzt Kampagnenbaum wählen zwischen den US-Spezialtruppen, der US-Luftwaffe und britisch-indische Artillerie. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal direkt hier vorne, ne? Mit den US-Spezialtruppen. My men are standing by, Commander. Let's hit those Germans where it hurts and get ourselves to Rome. Our first goal should be to capture Salerno. The port will provide a strong logistical foundation for a measured advance into Italy. We'll need the port, but don't take your eyes off the prize, Norton. We need to push forward while the Krauts are on the defensive. Commander, patience is a virtue. We must ensure our supply lines are robust enough to support General Buckram's quest for glory. Don't worry, Commander. Get me enough airfields, and we'll be in Rome before Norton runs out of his precious supplies. We're approaching Salerno, sir. The port will be crucial in establishing our presence on the mainland. I recommend a troop landing. It will give us the element of surprise. That's horseshit, Clarence. The damn Krauts have been targeting our convoy since we left Sicily. Let the Navy do their thing and soften up the defenses before we send the boys in. How should we proceed, sir? Ja, ich würde sagen, schwierig, ne? Da müssen wir halt überlegen, was machen wir? Sollen wir die erstmal bombardieren oder sollen wir zuerst landen? Ich würde sagen, wir hauen direkt ein Statement raus. Wir beginnen mit einem Bombardement. Der General befürwortet unser Handeln. Alles klar. Bombardement vom Wasser aus. So kann man beides bombardieren, ne? Das ist wahrscheinlich weg, so wie ebenfalls das hier beschädigt. Aber wir müssen erstmal hier einen Fuß kriegen. Boah, da kommt's. Und bumm. Macht kaputt. Ach, guck mal, da vorne bombardieren sie auch. Ey, geil. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, mach doch weg. Ich will wissen, was er ist. Kompanie Transportbefehl wahrscheinlich, ne? Gut. Hier landen? Nicht hier? Okay. Ah doch, oder da landen. Okay. Nehmen wir erst das Flugfeld ein oder nehmen wir erst die City ein? Hier ist ein Hafen. Ich denke, wir nehmen erstmal hier ein. Ist vielleicht eine etwas bessere Idee. Oh, endlich, wir können hier mittlerweile auch endlich die Schlacht selber führen, nicht nur automatische Schlachten. Ja, Unterstützungsfähigkeiten, das ist das Schiff, ne? Indirektes Geschoss, Sperrfeuer auf das Ziel, ne? Vom Wasser aus beschießen die das hier. Ja, geil. Hier unsere erste Kampagnenschlacht, also wirklich die erste eigene. Damn Krauts have had plenty of time to set up. We're not sure what they got planned for us, so let's play it safe. We should start by giving the locals a hand in capturing that hospital. Something about this doesn't sit right. Could be a trap. What's our target? Probably is. There's not a lot of cover on the beach. If we run into resistance, those buildings should give us a fighting chance. And we will run into Feinde. Ah, alle Feinde am Strand hier ausschalten, damit wir hier eine Basis bekommen wahrscheinlich. Ah, guck mal, hier oben kriegen wir dann, haben wir einen Verstärkungspunkt. Kann Infanterie in der Nähe heilen. Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an hier erstmal. Hier hinten genau dasselbe, ne, den aktivieren wir auch erstmal. Ja, wir kriegen die hier besser auf Distanz raus als die deutschen Grenadiertruppen. Ist noch einer, der flieht auch gleich. Oder stirbt. Opfert er sich?
Ja, er opfert sich. Ja, ich würde sagen, wir rücken hier einmal vor. Moment, der hier war auf. Ach, stand nicht irgendwo, wofür die waren. Mittlere, größere Distanzen. Spätrupp, denke ich mal, ist eher für größere Distanzen. Den setzen wir nach hier. Die Kollegen hier setzen wir nach da. Und das hier ist so ein Sturmtrupp, ne? Karabiner, denke ich, da sind da haben die, ne? Ah ja, ist auch egal. Knallgas, würde ich sagen, ne? Du nach da, du nach da. Du ebenfalls hierhin. Oh, Rückzug, MG. MG. Rückzug, Jungs. Ja, die raffen das da hinten gar nicht. Die hören das zwar. Okay, jetzt raffen sie es. Ne? Hat kurz gedauert. Gut, die werden hier dann geheilt, theoretisch. Ne, genau. Da sehen wir es, die werden geheilt, sehr schön. Dürfen die Trupps natürlich nicht verlieren, dann haben wir halt verloren, ne? Denke ich mal. Komm, den einen Typen kriegst du da hinten noch raus, oder? Sehr schön. Genau so muss das aussehen. Die müssen sterben. Die können wir jetzt auch vielleicht ein bisschen rausnehmen. Das hier ist ein Trupp mit MG42, Infanterieabwehr und schwere Waffe. Ja, die haben, glaube ich, MP40 in der Hand. Das sollte eigentlich funktionieren auf Distanz, dass wir da irgendwie ein bisschen besser bei sind. Nimmt sie raus. Ja, ist besser als unsere Truppen einfach sinnlos reinrennen zu lassen und halt draufgehen zu lassen, ne, ganz ehrlich. Ja, die Brücke hier, ne, wir haben hier einmal eine Infanteriebrücke. So, ne, Schienen sind das. Ja gut, aber da kann die Infanterie, denke ich mal, rüber. Hier könnten Fahrzeuge rüber, die würde ich vielleicht sogar mit einer Pack hier hinstellen, zerstören. Und dann hier erstmal mit einem MG oder zwei MG-Nesten dann hier, ne. Hier ein MG hin, hier ein MG an die Mauer, das abdecken. Hier eine Pack hin, das die ganze Zeit zerstören. Erstmal hier oben den ganzen Flügel hier sichern, ne? Alles, was wir hier so haben, einmal einnehmen, säubern vom Feind und dann hier aufbauen und dann durchpushen. Genau. Ja, oh, der hat gedreht. Rückzug, Jungs, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Aber da, der sich gedreht hat. Was hat denn der für einen Winkel gehabt gerade? Oder meine ich das nur, dass er von hier bis da hatte? Ja, verrückt. Alright, men, listen up. You probably heard we're going ashore at Salerno. We were hoping to take the Germans by surprise, but it's not worked out that way. They know we're coming. Your first priority will be to recapture the hospital. That'll give us somewhere to relieve casualties. And we're not sure what the Germans have got planned for us. But they'll likely come across these bridges. You're to destroy them to prevent any German counterattack from reaching the city. There's a lot riding on this one. Capturing Salerno was critical to our success in Italy. Corporal Conti will take it from here. Good luck. Captain, if we can get into a strong position on the other side of the bridge, we'll be able to retreat and reinforce from there. Then we can take the hospital. Ja, ich würde erstmal sagen, wo haben wir denn hier einen MG-Schützen? Da haben wir ihn. Nee, nicht zweimal. Einmal MG reicht. Zumindest fürs Erste. Da brauchen wir noch so ein Fahrzeug. Ich denke, da müsste hinten noch was dranhängen. Achso, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen, ist ja gut, wir brauchen nur einen MG-Schützen. Dann haben wir schon hier alles voll. Ein MG-Schütze bitte nach hier. Spawns bitte einmal hier ansetzen. Wir brauchen nicht wirklich nach oben rennen. Ne.
Deswegen auch hier der Truck. Der stand ja, glaube ich, hier. Oder? Ne, der stand hier oben. Ist ja auch geil. Ja, um Stacheldraht zu entfernen, brauchen wir hier die Drahtschere. Wir lassen den Stacheldraht hier erstmal noch als Deckung für unsere MG-Nester. So, die Jungs hier, die können erstmal einsammeln. Sehr schön, sehr schön. Das läuft. Das läuft schon mal. Spätrupp, einmal bitte hierher. Du einmal bitte. Ne, der macht immer nur einen. Schade, ich kann keine Befehle geben für die Zukunft. Weg damit. Da müssen richtig Einheiten rüber marschieren können. So, was haben wir noch? Ah, wir haben hier einen Hauptmann. Ja, an denen seine Stelle, da können die, den kann man als Rückzugsort definieren, ne? Ja. Genau. Schaffst du es noch oder schaffst du es nicht? Gut, gehen wir erstmal mit dem Recon-Trupp rüber. Ich denke mal, da werden sie sitzen. Deswegen halten wir schon mal auf R bereit. Halt! Oh, yo, Widerstandskämpfer. Alles klar, ja dann. Angriff, Männers. Schnell, bevor die Italiener weg sind. Ach komm, lass den Draht da liegen. Lass den Draht da liegen. Ach, guck mal, die geben schon auf hier. Gewehrgranate, bitte. Angriff. Rein da. Ja, der kann aber hier schon mal alles entfernen. Das ist gar nicht mal so falsch. Okay, wir haben hier noch Türme. Halb beschädigte Gebäude. Deckung, Männers. Du gehst nach da. Du greifst hier bitte an. Du hast nämlich mehr Distanzmöglichkeiten. Ja, das Fahrzeug ist fast fertig, aber wir haben zu wenig Platz halt, ne? Also wir haben zu viel Bevölkerung. Und dementsprechend ist das jetzt nicht möglich. Wiesel können wir uns noch besorgen. Okay, wir könnten jetzt auch den und den nehmen und sagen, Angriff, Jungs! Da der Stacheldraht ist, kommt da auch keiner, dann können wir den auch zurückziehen hier. Da kommen immer mehr von den Stränden. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ah, der hat nur eine Handgranate, ne? Ich will so eine Gewehrgranate haben eigentlich. Die haben so eine. Knallgas. Ist ja eigentlich nur eine aufgesteckte Handgranate, ne? Auf dem Gewehr im Normalfall. Bei Amis. Oh, richtig schön reingehüpft. Uiuiui, da geht's ja jetzt richtig los, du. Da geht es richtig zur Sache hier. MG aufbauen, bitte. MG aufbauen, bitte. Alle Mann in Deckung und Angriff hier. So ein bisschen hier Stück für Stück. Alter, wenn ich nur das... Oh, wenn ich das MG höre, ne? Musik. Es ist einfach wie Musik gefühlt. Hört sich einfach nur geil an. Oh, shit. Mörserstellung. Hab ich das richtig gesehen? Das ist natürlich mies. Wenn es wirklich eine war. Ja, Mörserstellung. Shit. Das heißt, die Truppen sollten eigentlich dauerhaft in Bewegung bleiben, weil das tut ordentlich weh.
So, hier hinten pushen wir mal durch. Ah, da sind sie, da sind sie. Granate! Sehr schön, das haben sie auch geschafft. Ah, da fehlen schon zwei. Rückzug, bitte. Ja, kannst du nichts mehr machen. Wenn die einmal wirklich rot sind, dann ist vorbei. Ah, guck mal, das finde ich auch ganz cool. Die haben dann nicht nur Bazooka, sondern können auch zum leichten Maschinen... Genau. Dann nehmen die Bazooka in die Hand. Oder wir sagen einmal bitte wechseln und dann sind die einfach gegen Infanterie besser, ne? Das ist ja auch was, was sehr effektiv wäre. War der nicht hier? Ne, MG ist nicht besetzt. Ja, aber machen wir, ne? Genau, ich würde sagen, der geht da rein. Und, ja. So, die Jungs ziehen sich hier mal zurück. Warum werdet ihr nicht geheilt, sondern nur aufgestockt? Ach so. Ich glaube, das hier fehlte noch. Können wir es überall platzieren? Mal so ganz frech gefragt. Nein, muss in der Nähe vom Hauptquartier sein. Aber wenn wir den nächsten Punkt hier haben, dann brauchen wir das gar nicht mehr. Dann haben wir da ja eine so eine medizinische Station. Da können wir diese Sachen lieber hier investieren. Wir müssen sowieso ein bisschen Arbeitskraft ausgeben. Wir haben einfach viel zu viel. Wir haben das Maximum, ne? Da noch ein Diesel. Aber gut, die bauen gerade danach. Können wir dann hier auch dafür sorgen, dass es weniger wird. Okay. Die sind flankiert. Warum? Von wo? Gelb ist eigentlich immer schlechte Deckung. Oder war das halbe? Kann auch halbe gewesen sein. Wohin schießen die denn? Okay, die schießen auf die Partisanen. Ja, da kommt der Feind. Unterdrückt sind sie schon, werden weiter beschossen und der letzte Mann ist nahezu tot. Zack, da war's mit dem Trupp. Mal eben Trupp rausgenommen, ganz schnell. Aber dem passiert einfach hier nichts mehr. Von wegen Heilung oder so, das heißt, die können wieder hier zurück an die Front. Und hier das Gebäude ist auch von unseren, ja, unseren Hauptquartierpionieren fast errichtet. Sehr schön. Die schustern sich hier was zusammen. Ja, da haben wir direkt Panzerfahrzeuge. Ne? Sherman. Und der Sherman mit dem Bulldozer. Und der M18 Hellcat. Sieht gut aus. Neuer Trupp. Aha, der ganz hinten. Okay. Ja, ich würde sagen, eigentlich können wir auch mal reingehen. Sobald die Jungs hier ankommen, gehen die dann bitte einmal rein. Ach, können wir dann noch machen? Achso, guck mal, wir haben auch MG-Nester. Kampfstellungen. Wahrscheinlich kannst du die dann mit einem Kaliber 50 oder so verbessern. Wirtschaftsstruktur. Ja, sicher doch. Knallgas. Alles, alles drauf. Hier kommt auch noch gleich eine drauf. Aber erst einmal die, Fahrbereitschaft bauen. So. Wo denn? Hier. Zack. Ja, und davon haben wir eigentlich auch genug. Können wir auch gleich nochmal bauen. Aber eins nach dem anderen, würde ich sagen. So, die zwei Trupps hier. Die gehen einmal bitte hier hinten lang. Ne? Ach komm, bleib stehen. Bleib stehen. Du deckst so mit dem MG, du deckst so mit dem MG. Gar nicht schlecht erstmal. Ja, diese, ich möchte halt nicht, dass die in den MG reinrennen, deswegen hinten rum. Und wenn die einmal hinten rum sind, dann können die... Es sind ja eh nur noch 5 Leute hier, ne? Ein paar sind fast tot.
Was für ein Gewehr schießen die denn? Das ist mal interessant zu wissen. M38 Beretta. Und Breda 1930. So wie Panzerschreck. Okay. Ja, unsere Jungs hier sind dann einmal mit dem M1 gerannt. Ne, und der Thompson Maschinenpistole ausgerüstet. Oder können damit ausgerüstet werden, haben wir ja noch nicht. Ne? Die Browning. Gut, den Punkt haben wir bereits. Ich hätte auf jeden Fall gerne hier einen Mörser. Deswegen, der Trupp geht auf jeden Fall schon mal nach da. Ich liebe Mörser. Mörser sind einfach nur geil. Mit MGs kannst du super Stellung halten, aber Mörser kannst du super Gebäude, stationierte Infanterie und bekämpfen. Und das macht einfach richtig Bock, ne? Patch up the wounded. Right, that's good. Now we can go after that hospital. MG, waiting on you. Get ready. They've Fall got back. Artillery on the beach. That's ready. Not good. What do you need? Fall back. Move it. We're up, boys. Hey, it. We're heading back to medical HQ. Supplies. Pass them out. Get first aid. Nice. Alle einmal zurückziehen, alle einmal heilen. Warum auch nicht? Macht einfach nur Sinn. Was hab ich gesagt? So befreien sie das Krankenhaus. Ja, gut. We should push up the coast and capture it. If we can avoid getting shot. Was wir aber tatsächlich jetzt machen können, da wir es erhalten. Hier auf, dann hat die Infanterie nicht so einen langen Weg hin und über die Brücke. Falls sie mal wirklich sich komplett zurückziehen sollte, ne? Okay, hier haben wir eine Artillerie. Uiuiui, das sieht auch noch richtig dicken. Oh, 105 mm. Oh, das ist ein richtig dicker Knochen, du. Na genau, hier der Mörser, der hat schon hier begonnen. Und seinen ersten EP gemacht. Der drückt halt ordentlich hier drauf. Sperrfeuer mit HE, okay. Ja, die spotten, ne, und er hält halt drauf. Sehr schön. Da, mega übel eine MG-Stellung. Da hätte ich sogar zwei MGs aufgesetzt. Dann wäre das aber viel zu widerlich, glaube ich. Das optionale Ziel wollen wir natürlich auch hier erfüllen, ne. Also setzen wir einmal hier ein MG zur Abdeckung des Gebietes. Ich denke, wir setzen auch nochmal hier eins. Na. Ja, der Mörser, klar, der kann ja erstmal hier sitzen bleiben. Das ist gar kein Problem. Und dann müssen wir die hier erstmal rausholen. Ne, Mörser nicht. Ich wollte den da rausholen. Mörser, Knallgas bitte. Bis wo kann der denn? Der kann bis hier, okay. Ja, Herr E braucht der nicht, aber der kann ja einmal da bitte draufhalten. Dauerfeuer. Auch wenn er nichts sieht, einfach rein mit den Granaten. So, danach würde ich sagen, wir rücken dann hier unten vor. Wird mit Sicherheit noch ein MG-Nest sein. Ich würde sagen, hier ist ein MG-Nest vielleicht. Genau. Aha, die sind vorgelaufen. Bitte einmal Feuer auf diese Ecke. Artilleriebeschuss. Wo? Wo, Jungs? Wo? Hallo?
taktische Pause. Nice. Ah, da kann man auch mal richtig planen hier. Ist natürlich auch cool. Oh, guck mal, wir haben ein Chaffee haben wir bekommen. Den haben wir nämlich nicht selber gebaut, aber den haben wir bekommen. Nehme ich natürlich auf jeden Fall gerne. Alter, der Dude hat das einfach überlebt. Und nochmal. Verletzt? Ja. Tot? Nein. Ja, ihr einmal Gebäude stürmen. Aha. Feindfahrzeug. Unsere Mörserstellung ist hier noch safe bisher. Und er hält weiter rein, ne? Ja, das ist das Geile hier. Okay, hier ist nichts mehr. Aber einmal da bitte hin. Verdammte Hölle. Ach ja. Angriff bitte. Stimmt, da war noch was. Wir wollten hier noch verstärken. Einmal hier unten und danach noch einmal hier oben. Na klar. Warum auch nicht? Oh, Jungs, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Der Trupp hat doch Bazooka. Also wechseln auf Bazooka. Und dann Angriff hier. Ja, guck mal, da ist direkt die Bazooka geflogen. Panzer schießt und der Feind ist weg. So muss das laufen. Genau. Ja, du kannst dich aber eigentlich jetzt auch hier mal aufsetzen, ne? Weil wo willst du sonst hin? Du bist gedeckt hier durch die Ecke von der Seite und du kannst ordentlich mit dem MG die Strecke hier einmal decken. Ja, der hier ist auch schon stärker geworden, ne? Also von Prestige. Eine Stufe höher. Ja, hier vermute ich auch ein MG-Nest. Deswegen würde ich da vielleicht doch tatsächlich erst nochmal sagen, wir schicken den Panzer voran. Mörser nehmen wir mal auf 4. Einmal bitte. Feuer! Wollen wir denn das zweite MG? Der soll den hier ein bisschen decken. Wir hatten doch noch irgendwo ein MG. Ach ja, da hinten. Stimmt. Ja, ach, ja, stimmt, stimmt, stimmt. So, was haben wir denn da? Oh shit, Panzer. Oh shit, das ist ein Marder. Marder 3. Ja, Marder 3. Das ist natürlich mies. Das Ding ist einfach. Ja, da sind wir nicht ausgelegt für, ne? Hier mit gegen den Marder zu halten. Scheiße. Ich kann dir nicht sagen, wo die einschlägt. Ah, beim MG-Nest. Rückzug, Jungs. Einmal zurückziehen, der ist ja relativ zügig, dann kann er da hinten repariert werden. Ja, die hier können wir auch einmal zurückziehen. Na, die sollen sich einmal heilen hier. Und dann ist gut. Oh, ein Bulldozer. Knallgas.
Feuer. Ready for deployment, sir. Browning automatic rifles have arrived. Jetzt können wir hier die Brownings kaufen. Das sind halt dann so Verbesserungen. So, was haben wir da? Verbesserte Logistik und okay. Nur die Sachen, die da. Junge, du musst da reparieren, mein Freund. Warte, wo war das nochmal? Das Gebäude, das müsste hier hinten gewesen sein, ne? Das bedeutet, hier müssten eigentlich noch Leute sein, die reparieren, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber so war es, glaube ich. Einmal. Ne, ist doch nicht so. Aber wir sehen, ich finde das voll geil mit den Beschädigungen, ne, dass halt wirklich auf der Seite, wo der getroffen wird, dass der da richtig miserabel aussieht, ne, dass du da auch wirklich die Einschüsse hast, wo halt hingeschossen wurde. Und, ja. Ich erinnere mich dann noch an das Beispiel mit dem Tiger. Der war, glaube ich, bei unserem Playtest war der dann auch, sah der genauso schlecht aus. Was? Artilleriebeschuss! Dann Deckung. Ach, komm schon. Dein Ernst? Ja, Jungs. Rein da. Ja, da sehen wir sie mal, ne? Boah. Richtig dicke Kanone, du. So, wir gehen einmal hier runter. Flankieren die von hinten. So der Plan. Von hinten an den Panzer ran. Den dann rausnehmen. Bazooka haben sie schon in der Hand, das ist gut. So sollte es sein. Dann einmal Knallgas. Wenn hier nichts repariert wird, dann brauchen wir den hier auch nicht. Dann können wir unsere eroberten Stützpunkte gleich hier hinten einmal verbessern. Obwohl, der kann noch als Reparierer hier sitzen. Jungs, Knallgas. Ah, ne. Komm, der muss doch sterben. Mein Gott, da sind gefühlt 70 Gewehre auf den gerichtet. Mann hier. Die um die Ecke stürmen und sagen: Feuer! Na, so einfach geht das mit zwei Bazooka-Schüssen. Von der Seite oder von hinten. Das ist da erstmal egal. Halt! Ja, will ich mich auch meinen. Deswegen rücken wir hier auch direkt vor. Panzer! Dahin. Macht sie fertig. Komm. Danke. So, du einmal einnehmen, bitte. Einnehmen, meine Freunde. So, der hier auf Verteidigung. Ah, guck mal auf der Minimap. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil, das Ding. Das Ding kann so unfassbar weit schießen. So, dann würde ich erstmal so platzieren. Und erstmal sagen, wir nehmen hier oben zu Beginn einmal das MG-Nest raus. Muss irgendwo hier gesessen haben, glaube ich. So, sagen wir einfach mal drauf damit. Dann sind wir glücklich. Ah, der schießt schon. Ja, sehr schön. Ja, der ist schon Stufe 3, ne? Also, maximale Veteranenstufe. Da sind sie. Ja, es tut natürlich weh, ne? Ist klar. Ja, der hat halt einen Höhenvorteil. Das ist natürlich auch nochmal geil. Schon eine richtig miese Position von hier oben mit dem MG42. Hätte ich auch gern. Aber wir müssen halt warten, bis wir wieder schießen können, ne? So ist es halt. Gut, ich würde erstmal sagen, wir decken den hier. Du einmal, achso, Ressourcenlimit erreicht.
Wir haben keine Freischaltung mehr, die wir... Yo, Deckung! Von wo? Was denn? Was war das? Einfach nur die Fässer oder... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber da können die auf jeden Fall Zaun demontieren. Brauchen wir nicht. Nach hier hinten kann man... Brauchen wir nicht. Aber wir können nach hier hinten mal durchpushen. Mit dem Squad hier. Ja, die Position da oben ist einfach überkrass. So, Mörser, vorrücken. Du, Kollege, kommst auch mal hier vor. Du gehst mal hier durch. MG, bitte auch einmal umpositionieren. Ja, MG sitzt da auch. Aha. Habe ich jetzt leider nicht mitbekommen, was da passiert ist. Schade. Aber die sind ja verdammt schnell hier gestorben, muss man sagen. Vielleicht die Spotter. Die können, glaube ich, ein bisschen besser aufklären als die anderen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Also, Engineers können wieder nach hier. Panzer, einmal durchfahren. Dann halt du mal bitte an, weil du bist relativ gut als Trupp hier. Ah, da haben wir's. Das Gebäude. Das Gebäude macht hier Probleme. Na, dann drehen die schon mal, richten sich aus. Genau so muss das sein. German Infantry. Rückzug, Kollege. Du bist fast tot. Das will ich sehen, du. Alter. Boah, das Ding kloppt aber ordentlich die Granaten raus, ne? Also wenig Schaden macht es nicht gerade. Das fällt auf jeden Fall. Und das hier auch kriegt auch ein bisschen Schaden, ne? Also. Das ist schon hart. Ja, pushen wir von hinten mit dem Panzer. Den können wir dann zeitweise wieder ein Stück zurückziehen. Obwohl, eigentlich hätte ich gerne auch den und den hier noch. Ne? Also der geht noch nicht, aber den hier hätte ich gerne, weil danach kommt direkt die Brücke. Und vielleicht kriegen wir dann ja so ein Zeitlimit, dass dann und dann Verstärkung kommt, wenn das, oder die Gegenoffensive der Deutschen kommt. Wenn wir das Krankenhaus haben, ne, das würde uns dann natürlich gar nicht passen. Ne? Dann müssten wir so nämlich nur noch 2 Punkte hier einnehmen. 2 Brücken zerstören anstelle von noch mehr. Können wir die eigentlich jetzt schon zerstören? Nee, ne? Ah, nee, ich glaube, das ist zu kurz. So ein Ticken zu kurz. Ah, shit, pack! Rückzug! Scheiße. Natürlich, pack macht. Pack macht kaputt. Pack tut weh. Aber das können wir nochmal eben kontrollieren. Ich glaube, wir können das Ding nämlich auch nicht umversetzen. Nee, nur der hier bitte. Und dann... Erstmal da, wo wir nicht hingucken können, können wir wahrscheinlich sowieso noch nicht schießen. Ne? Nur erkundete Orte oder... Nee, nur Orte innerhalb der Map für uns jetzt. Gut, sonst hätte ich gesagt, wir können vielleicht schon mal versuchen, da hinten irgendwie so ein bisschen die Brücke wegzunehmen. Wenn eine weg wäre, wäre natürlich geiler für uns jetzt. Aber gut. So, der Punkt ist gehalten. Wir müssen noch oben pushen. Für den Push oben benötigen wir noch mehr. So, wo war das denn jetzt? Die wir saßen, glaube ich, hier, ne? Wenn nicht, warten wir halt eine Minute und dann können wir normal feuern. Ja, so ein Ding hätte ich auch gerne. Warum geht das nicht? Wegen der Kapazität. Da müsste eigentlich eine Packe irgendwo stehen. Oder doch hier?
Ach, da ist sie. Ja, die sollten eigentlich automatisch reparieren, wenn die nichts zu tun haben. Nach so einer halben Minute oder so sollten die echt schon anfangen. Ist mich schon echt mies sonst. Gut, ihr rückt hier einmal bitte vor. Feind! Zurück, zurück, zurück. Okay, wissen wir Bescheid erstmal. So, da oben, klar, da sind Feinde, aber... Nun ja. Wenn der hier weg ist, ziehen wir den hier wieder zurück. Nur Hauptsache, der ist gefallen, genau. Also, wieder zurückziehen nach hier unten, bitte. Dann kann, genau, Repair complete. Der hier einmal wieder auf Angriff. Der Mörser, den benötigen wir hier auch nicht mehr. Der kann auch hier hinten einmal in die Ecke. Obwohl, hier sollte eigentlich auch schon reichen. Er soll Hauptsache einfach da vorne beschießen, ne? Oh, das war doch ein direkter Treffer. Kannst du mir noch nicht erzählen. Ja, okay, die sind auch wirklich fast alle tot. Wahrscheinlich nur der da hinten ist noch gut dabei. Ja, ja, genau. Der da hinten ist noch gut dabei und der Rest ist schon tot. Gut, das war's dann. Das heißt, jetzt der Trupp kann einmal reinpushen. Beziehungsweise ich hätte auch gerne einmal hier so ein MG-Nest sitzen. Genau, ihr einmal hier auf den Angriff gehen. Hier möchte ich auch gerne noch einmal ein MG. Du kannst dich noch da setzen. So, jetzt einmal hier vorrücken. Die greifen die direkt an. Los, Jungs. Die kommen denen entgegen. Komm, nimm den mal raus, bitte. Perfekt. Einnehmen, bitte. Da einmal reparieren. Eine Pack wäre vielleicht auch echt nicht schlecht. Der kann nach hier. Das ist reine Infanterie. Die kann hier oben hin. Der kann ebenfalls hier oben hin. Fahrzeuge kommen nach unten auf die Straße. Dann können die mich direkt durchpushen. Ja, wenn wir das hier haben, wäre cool, wenn wir den... Das ist der neue, ne? 0 EP, genau. Der kann direkt hier einmal an die Pack gehen. Die werden wir bestimmt gebrauchen. Neuer Rückzugsort. From the East, alles klar. Dann würde ich sagen... Two bridges, two routes into the city. If we can take them down, the crowds will have a hell of a time getting through.
Mal weg. We got bands of grenadiers incoming. Those guys are trying to breach any buildings holding garrison units. Order, sir. Let's move, commandos. Engineers, wise up, helmets up. Down. 105 mm, zwei Stück. Ich denke, das sind die richtig dicken Klötze. Das sind diejenigen, die wohl wehtun. Jawohl, mein Kommandant, sagt er. Aha. Okay, ja, soll er tun. Mir egal. So. Na, alle sprechen Englisch, nur der nicht. Keine Ahnung, ich hinterfrag das gar nicht. Sherman 105. Direkt mit einem dicken MG ausrüsten, direkt hier vorrücken. So, wir haben hier. Ja. Oh, bevor die Panzer ankommen, Brücke zerstören. Alles klar, 105 mm. Bitte Feuer frei, meine Freunde. Aber ist ja auch nur 105. Der ist auch ein 105. Sollten die eigentlich dasselbe haben an Kaliber? Kann das Kriegsschiffbomber der Mörders? Artillery barrage underway. That bridge is starting to collapse. Hit it with all we've got. Schön. That bridge is starting to collapse. Hit it with all we've got. Nice. Ah, Feindfahrzeuge. German heavy armor on the way. This might sting a bit. Bridge down. That route's secure. Angriff, Leute. Waiting orders, sir. Secure that sector. Keep a low profile. Get those guns ready. Orders just came in. All right. They want us up front. Ach, scheiße. Deal with him later. Get on with that. Give it everything you've got. Get ready to kick some ass, boys. I sure could use a hot shower. Oh, scheiße. Scheiße, wir sind zu spät dran. Scheiße, da kommen die Panzer. Ach, shit, die Zeit ist echt rum. Ich habe mich drauf geachtet. Ach, kacke, mach die Brücke kaputt, damit nicht noch mehr kommt. Komm, schnell, schnell, schnell. Scheiße, nee. Rückzug, Leute. Du bleibst stehen. Verdammt. Trupp entfernt. Druck zerstört. Ja, Jungs, ihr könnt euch zurückziehen, ganz ehrlich. Achso, ne, wir haben hier einen 105 mm, der darf natürlich einmal hier... Ja, aber eine Stuck ist halt Panzerabwehr, Struktur. Alles an Infanterie hier einmal bitte zurücksetzen. 105er, Feuer dagegen. Ja, wir kriegen das hin, wir kriegen das schon gehandelt, aber es ist halt ärgerlich, ich hätte gerne alle optionalen Ziele auch erreicht. Das ist natürlich unfassbar ärgerlich jetzt hier. Aber die zum Beispiel können jetzt alle schon mal runterrennen und da ein bisschen Druck erzeugen. Feuer auf den da, komm. Sehr schön. Dann kommt ihr alle nach hier unten, außer der Mörser. Der geht nach da. Ich habe einfach nicht drauf geachtet. Ich hätte den Panzer... Ich hätte die Infanterie durchschicken sollen, wegsprengen sollen. Das Ding steht immer noch. Kannst mir nicht erzählen, ey. Mach weg das Ding. Weg, 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 weg. Einnehmen. Der ist eingenommen. Das ist auch unter unserer Kontrolle. Die pushen jetzt von hinten rein. Sehr schön. Ja, ich hätte früher, ich hätte direkt, ich habe da einfach selber mich nicht richtig rum gekümmert. Ne? Ich hätte direkt richtig Gas geben sollen.
mit der Artillerie direkt die Panzer bauen sollen, direkt auch die dahin schicken sollen, einfach durchrasen lassen und sagen sollen, egal, ja klar, Höhenvorteil, einmal darauf bitte. Ah, shit, nächster Panzer kommt. Schiffsarti, einmal Knallgas, bitte. Ja, ich hätte hier auch die Panzer rausnehmen lassen können. Ärgerlich. Rückzug, 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 Rückzug. Oh, scheiße, der geht kaputt. Und der ist kaputt. Verdammt. Zwei neue, bitte. Ja, weg. Gewonnen. Aber richtig schlecht. Ich hätte es viel einfacher haben können, hätte ich die Panzer einfach draußen gehabt, indem ich Brücken zerstört hätte. Da hätte ich mir auch einen Panzer sparen können, der kaputt geht, Infanterie sparen können, die stirbt, ne, die ich jetzt da so aggressiv reindrücken musste, die eine Pack, die mir unten verloren gegangen ist auf der linken Seite, das hätte ich mir alles sparen können, meine verlorenen Einheiten hier, ne, vier Einheiten nur verloren, ne, aber das hätte ich mir echt sparen können, ja. Wieso ist da kein Häkchen? Hallo? Hab doch jetzt das Ziel eigentlich erfüllt. Ja, ein Sieg mit unseren Spezialtruppen hier an der Stelle. Zwei Fähigkeitspunkte haben wir bekommen. Finde ich sehr schön. Ja, okay, die ziehen sich zurück. Okay. Sehr schön. Boah. US-Panzerkompanie, das hört sich cool an. Kompanie anfordern, Kompanie anfordern. Hier haben wir noch UK Forces, eine britische Panzerunterstützungskompanie und britisch-indische Artillerie. Die hört sich auch ganz cool an. Aber US-Panzerkompanie, US-Spezialtruppen und Luftwaffe. Spezialtruppen haben wir ja, glaube ich, bereits. Müssen wir nochmal schauen. Oder wo sind die denn? Also, da sind sie. Genau. Patrouille erhöht die Sichtlinie des der Kompanie und deckt. Okay. Marsch. Nein. Tada. Direkt nochmal hier was aufgedeckt. Warum auch nicht? Ja, Seehafen, da können wir... Ach, guck mal. Ey, hör mal, geil. Ja, ich denke, wir holen uns nochmal so eine starke Infanterie. Weil ich weiß nicht, was ich mit den Luftdruck machen soll. Weil, die sind immer dann so ein bisschen wie gestrandet, sag ich mal, ne? Das ist natürlich dann auch nicht ganz so schön. Die können wir hier einmal fortsetzen. Oder hier. Ne, hier haben wir die. Okay. Ja, okay, okay. Den Teil haben wir ja schon, so scheint es. Das war wahrscheinlich hier von der Vorkampagne der Teil. Und dann greifen wir jetzt hier so in die Breite. Und das, den ganzen Teil hier ab in unsere Kontrolle, geht auch noch nach, weiter nach oben, wie man sieht, aber jetzt wohl noch nicht, da müssen wir erst hier mehr freischalten, mehr forschen und. Genau, als nächstes würde ich dann auch wirklich in diese Richtung hier weiterziehen, damit wir auch noch ein Flugfeld haben und damit diese mechanisierte Einheit hier wegkommt. Außerdem, wenn wir danach hier das nehmen, ne, dann haben wir hier wirklich die Front zusammengelegt, sind nicht mehr hier so ganz so isoliert. Wenn wir dann langsam nach hier vorpreschen, dann haben wir, denke ich mal, hier so einen riesengroßen Bogen, damit man hier noch
nicht ganz so einen isolierten Sektor hat, weil das ist so klein isoliert, das sieht einfach nicht schick aus. Mir gefällt es einfach nicht. Ne? Hier hinten haben wir nochmal Feinde. Daneben ist halt hier einfach gar nichts irgendwo. Genau, wir haben jetzt gesagt, wir warten darauf, dass eine neue Kompanie hier erstellt wird. Ne? Also der Auftrag, den haben wir erstellt, da in Produktion. Ein Tag bis zur Ankunft. Ja. Okay, egal. Ja, hier haben wir, sehen wir, ein bisschen Loyalität haben wir jetzt bekommen, weil wir gesagt haben, wir nehmen erst die City und danach das Flugfeld. Oder wir bombardieren erst, ne? Wir gehen den Weg, den wir gegangen sind. Ja. Wir beenden die erste Runde. Good morning, Italy. Sophia here, broadcasting to you live from Rome. This goes out to the US 36th and their friends cowering on the beaches. Welcome to Italy, boys. The courageous men of the almighty German army await you with open arms. The best of the best have arrived. Ich überlege gerade. Hätten wir gesagt, ours, but we can't relax yet. We need to clear out the German defenses and take control of nearby towns. Then we can get planning our route to Rome. Ja, genau hier. Die Flugfelder in der Nähe und so weiter, ne? Und die Orte. Ja, mein Gedankengang war so, wir erstmal Fuß greifen, dann ausbreiten. Aber klar, hätten wir das Flugfeld als erstes angegriffen, ne, dann hätten wir, hätten die uns jetzt nicht mehr bombardieren können. Ist halt so, ne? So, wir haben jetzt den Squad hier. Und wir haben dann noch hier den anderen. Wenn wir den mal... Our military training is the best in the world, but there's nothing like live combat to hone the men's skills. SSF, we've got orders. Ah, Fertigkeiten, zwei Stück. Ja, das kennen wir ja bereits, ne? Hatten wir ja schon mal uns angeguckt. Gezogene Panzerabwehrkanone, das hört sich doch gar nicht schlecht an. 57 mm Panzerabwehrkanone. Wenn wir das Aufklärungsfahrzeug kaufen, wahrscheinlich, ne? Dann hängt das Ding hinten dran, denke ich. So ein Halbkettenfahrzeug wäre auch ganz cool. Was auch noch cool wäre, ja, Greyhound brauchen wir nicht. Mörser wäre ganz lustig. Aber wir haben nur 2 Punkte. Was machen wir? Ja, oh, Hellcat, klar, auf jeden Fall, ne? Aber den brauchen wir, den M4, den Sherman brauchen wir nicht, weil wir haben jetzt den, würde ich sagen. Ne? Gut. Achso, das sind so Grundsachen, ne? Naja, Sanitätswagen, so ein Kram brauchen wir nicht, ganz ehrlich. Erhöht die Genauigkeit und verkürzt die Nachladezeit für sämtliche Infanterie um... will ich haben! Hallo, will ich! Ist ja mega geil! Ja. Der SSF-Kommandotruppe um 15%. Leichtes MG. Ach, was nehmen wir denn? Ah, das wäre auch noch gar nicht mal so schlecht. Aber ich würde sagen... Mhm. Können uns eigentlich den hier besorgen, ne? Zack, wir haben den Mörser gekauft. Ich mag Mörser einfach, deswegen, ne, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Was auch geht, dass wir die hier tarnen, das sind ja dann die mit den Bazookas, ne, oder mit den Maschinenpistolen, dann sind die getarnt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel uns das dann bringen würde, aber dann können wir noch das Halbkettenfahrzeug nehmen, weil das gut gegen Infanterie ist, denke ich. Wenn es das ist, was ich denke... Ja, Stärkenvergleich, wir sind bedeutend stärker, das ist auch gut so, Autogefechte,
Machen wir natürlich nicht. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen Cut und dann starten wir direkt zu Beginn der nächsten Folge in dieses Gefecht hier rein. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Company of Heroes 3.